Ja, mir verliert die 1-2 bei Rot-Weiß Oberhausen. Was waren am Ende aus deiner Sicht so die Gründe für die Niederlage? Ich würde sagen, wir haben einfache Tore kassiert heute. Das war so eigentlich nicht geplant. Wir wussten schon, was auf uns zukommt. Und wir haben in einer oder anderen Situation das nicht richtig gemacht, beziehungsweise einen Ticken verschlafen, sag ich mal. Und die haben es halt eiskalt bestraft und dann heißt es im Rückstand herlaufen. War nicht einfach dann. Hast du im Sturm so ein bisschen so gesehen, dass euch die Durchschlagskraft gefehlt hat? Oder kannst du das beschreiben? Ja, weil ein Stück weit zu tief standen, so einigermaßen. So, wir hatten nicht die ganze Höhe, damit wir sehr viel Druck nach vorne ausüben können, weil sie natürlich viele lange Bälle gespielt haben. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Dann kamen wir natürlich viel mehr, wir hatten mehr Kontrolle im Spiel. Und das hat uns ein bisschen in der ersten Halbzeit gefehlt. Aber nichtsdestotrotz standen wir eigentlich und da war zu tief. Und deswegen kamen sie dann zu Chancen und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Bitte vielleicht auch, dass ihr hattet am Anfang zwei ganz gute Chancen. Die muss man vielleicht auch machen, wenn man hier draußen ist. Ja, definitiv. Wir haben einen guten Start erwischt hier. Wir haben Gas gegeben von Anfang an und wir hatten gute Chancen. Ja, da muss man sich belohnen. Dann läuft das Spiel anders. So ist es nicht. Und dann kassiert es ein. Aber wir haben weitergemacht. Wir haben nicht aufgesteckt, auch beim 2-0. Haben einen Anschlusstreffer gemacht. Und man sieht auch, dass die Fans das dann tolerieren, dass wir dann bis zum Schluss dann alles noch geben. Ja, jetzt geht es am Samstag schon direkt weiter. Und wie man auf die Niederlage antwortet, habt ihr das schon gezeigt gegen Lotte. Gut gemacht, oder? Ja, absolut. Das sind englische Wochen. Da geht es Schlag auf Schlag. Natürlich ist das ein harter Schlag, jetzt heute zu verlieren, weil wir wollen jetzt jedes Spiel einfach wie ein Endspiel angehen und gewinnen. Also ist das ganz keine Enttäuschung heute, aber am Samstag steht das nächste wichtige Spiel an und da gehen wir volle Kanne auf 3 Punkte. Ja, Peter Hartenberg, 1-2 bei Rot-Weiß Oberhausen, knappe Niederlage. Ist am Ende vielleicht umso ärgerlicher, weil man hier draußen noch das Tor macht oder war die Niederlage verdient? Ja, ich glaube, wir sind gut am Anfang reingekommen, haben 2, 3 sehr gute Aktionen gehabt. Wäre natürlich schön, dass wir da ein Tor machen, aber es ist so wie es ist. Dann sehe ich aber noch kritischer die Aktion bei Marco Müller, glaube ich, wo der Gegenspieler gelbe Karte bekommt, weil der Schiri glaubt, dass er ihn gar nicht trifft. 3 Sekunden später sieht er, dass er eine riesen Platzwunde am Seite vom Kopf hat und da hat der Fuß aber nichts zu suchen. Und dann muss man als Schiedsrichter auch 5 Sekunden nach der gelben Karte sich selbst revidieren und sagen, sorry, da hat der Fuß nichts zu suchen, muss ich rot geben. Der Spieler selber sagt, dass es rot ist, aber gut, das ist alles Makulatur. Am Ende Oberhausen mit Gleichzahl zu Ende gespielt und steht sicherlich nicht umsonst da oben unter den Top 5, 6. Haben sie heute gezeigt. Ich glaube, in Oberhausen haben wir auch noch nicht sehr viele Punkte geholt. Trotzdem ist es schade natürlich. Wir hätten gerne unseren positiven Trend jetzt weiter fortgesetzt, zumindest einen Punkt auswärts geholt. Martin Amani hat gerade gesagt, die Gegentore heute zu einfach. Siehst du das? Ja, Gegentore will man nie bekommen. Ich glaube, das erste, da kommt ein Standard rein. Wir klären ihn 2, 3 Mal, Ping-Pong, dann wird er noch abgefälscht. Das ist einfach extrem bitter, dass wir da nicht einen Fuß komplett vor den Schuss bekommen, dass wir ihn blocken können, sondern dass er abgefälscht wird und dann reingeht. Und das zweite Ding ist ja auch mehr oder minder Ping-Pong. Der Dammer hat schon 3-mal den Ball gegen den Ubiapa und springt dann wieder in den Lauf, dann ist er vorbei und Dammer versucht ihn auch zu halten. Klar, Elfmeter, es ist, kann man jetzt sagen, ist zu einfach, aber das war ja eine Aneinanderkettung wieder von bitterer Sache. Und dann, dass wir da natürlich aufmachen und Konter kassieren, ist auch logisch. Nichtsdestotrotz haben wir bis zur letzten Sekunde versucht, einfach einen Anschluss herzustellen und ein Tor zu machen. Nichtsdestotrotz geht natürlich weitermachen. Jetzt geht es nach Wegberg. Und wie ihr auf eine Niederlage antwortet, habt ihr ja schon gegen Lotte gezeigt. Muss man es eigentlich gegen Wegberg machen, oder? Ja, natürlich. Also wir nehmen es so, wie der Trainer es auch sagt. Jedes Spiel ist ein Endspiel, so gehen wir da rein. Wir haben, denke ich, heute auch wieder alles versucht rauszufeuern, versuchen körperlich komplett dagegen zu halten. Ich glaube, das haben wir auch über weite Phasen geschafft. Leider ist uns auch in der Anfangsphase, wie gesagt, das Tor nicht gelungen und haben das bisschen Spielglück in Anführungszeichen. Wo wir vielleicht bei der roten Karte drüber reden, haben wir dann auch nicht. Und dann verlieren wir 2-1 in Oberhausen. Dein Fazit vom Spiel, was sagst du zu der Niederlage hier in Oberhausen? Ja, es ist sehr schade, wenn ich sehe, wie die Jungs sich vor allem auch in der zweiten Halbzeit aufopferungsvoll der Niederlage gestemmt haben. Oder gegen die Niederlage gestemmt haben, finde ich es sehr schade. Vor allem, wie die Tore zustande gekommen sind. Ich denke, wir waren vor allem in den ersten 10 Minuten sehr gut im Spiel. Der Gegner hat gezwungenermaßen überspielt in Räume, wo jetzt keine Gefahr ausgegangen ist. Wir hatten eine sehr gute Ordnung und dann eine Standardsituation, die hätte in der Form nicht sein müssen, weil wir auch davor gewarnt haben, dass natürlich der Gegner enorme Körpergröße hat und Wucht hat bei Standards. Aber wir haben 3-mal die Möglichkeit, den Ball zu klären, zu löschen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben uns gegenseitig abgeschossen, muss man sagen. Letzten Endes fällt der Ball dann kurz vorm Strafraum und führt dann zum 1-0. Sehr schade in der Phase. Das hat uns so ein bisschen verunsichert, muss man ganz klar sagen. Wir waren nicht mehr
nicht mehr selbstbewusst im eigenen Ballbesitz. Wir haben das gemacht, was nicht unser Spiel ist. Wir haben uns dann auf letzter Reihe vom Gegner positioniert und dann versucht, mit langen Bällen zu operieren, vor allem ohne eine gute Staffelung zu haben. Wir hatten dann keine Möglichkeit und keinen Zugriff auf die zweiten Bälle, wenn du dann auf einer Linie stehst. Das haben wir dann in der Halbzeit angesprochen, korrigiert und wesentlich mehr Zugriff gehabt und dann auch das Spiel mehr in die Hand genommen, sodass wir dann diejenigen waren, die dann die zweiten Bälle gewonnen haben. Und in der Phase passiert ein Elfmeter, wo ich denke, da kann man auch wegbleiben, muss man nicht zwingend faul spielen. Aber ist passiert, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und dementsprechend ist es natürlich sehr schade. Vor allem in der Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, wir kommen und lösen unsere Fesseln. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir auch hinten raus nicht ohne Grund auch den Anschlusstreffer erzielt haben. Letzten Endes muss man sagen, hatte Oberhausen einfach dann nach den 10 Minuten die klaren Torchancen über die zweite Welle, nach den zweiten Bällen, die sie gewonnen haben. Muss man abhaken, jetzt geht es weiter, schnell regenerieren und gegen Beek idealerweise dann nachlegen und dementsprechend einfach nicht nur das Negative sehen, auch wie gesagt, weil ich von der Art und Weise, auch von wie die Jungs zweite Halbzeit da sich gefangen haben und alles Erdenkliche getan haben, nicht unzufrieden sein kann. Du hast ja gerade gesagt, in der Halbzeit hast du nochmal gesagt, das Glück ist heute auf unserer Seite, weil Oberhausen auch so viele Chancen vergeben hat. Würdest du dann sagen, dass wirklich so dieser blöde Elfmeter der Killer war in dem Sinne, weil es stand ja lang genug eigentlich dort 1-0, um vorne auch selber ein Ding mal reinzumachen. Ja, Oberhausen hat ja zwei glasklare Torchancen nicht genutzt und für mich ist das ein Zeichen, wenn der Gegner das jetzt vermiest, dass dann wir, wenn wir eine Möglichkeit bekommen, ist ja meistens so im Fußball, dass man dann hätte vielleicht den Ausgleich erzielen können und wie gesagt, das 2-0 kommt in einer ganz beschissenen Situation, einem ganz beschissenen Moment, wo wir einfach uns freigespielt haben, wo wir daran gezogen haben. Und dann ist natürlich noch schwieriger geworden. Aber wir haben bis hinten, bis zum Abpfiff, alles Erdenkliche versucht, nicht ohne Grund den Anschlusstreffer erzielt. Und daran geht es anzuknüpfen und den Glauben und die Überzeugung weiter aufrechtzuerhalten. Jetzt ist Wegberg, kommt mit Wegberg der Gegner, der ja mit uns quasi unten drin steht. Geht man das dann irgendwie anders an als gegen so eine Mannschaft aus dem Top 5 wie Oberhausen oder ist die Woche wie jede andere auch? Ja, es wird dann wieder ein ganz anderes Spiel. Ne? Ich meine, Oberhausen, haben wir gesehen, spielt sehr viel gezielt auf zweite Bälle. Jay dann, der dann vorne positioniert wird, entweder verlängert oder dann die Abwelle, da sind die drauf getrimmt, über die zweite Welle unheimliches Tempo und Wucht zu entwickeln. Ich gehe davon aus, dass Beek wieder versuchen wird, defensiv tief zu verteidigen und irgendwie Nadelstiche zu setzen und dementsprechend was zu Hause zu holen. Das wird komplett ein anderes Spiel, aber von der Intensität bestimmt nicht weniger.